So, liebe Leute, es ist wieder mal soweit. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast hier zusammen mit mir, Achim Arzt von Ratgebergeld.at. Heute meine Gäste, Andreas Fink wieder mit dabei, Markus Kewe, Andreas Bernstein, Wolfgang Zussner sollte sich dann später noch ein bisschen dazuschalten. Und wir werden es heute ein bisschen interaktiver gestalten, zumindest ich werde es dort und da ein bisschen versuchen. Das Thema nämlich des heutigen Podcasts, beziehungsweise Webinars ist, wie tradet man eigentlich in der aktuellen Krise? Ja, das heißt, welche Trading-Strategien gibt es da, die man also in der aktuellen Situation benutzen kann? Beziehungsweise, was machen die Jungs generell überhaupt derzeit? Womit halten sie sich über Wasser? Womit werden die Renditen gemacht? Und ich selber werde euch dann auch, eigentlich habe ich geplant eine, aber wenn es die Zeit erlaubt, vielleicht zwei Trading-Strategien vorstellen, die wir auf Ratgebergeld.at momentan auf rauf und runter traden. Und ja, übergib dann einfach mal das Wort jetzt gleich einmal an den Andreas Fink. Wir hatten ja jetzt, wenn wir die Wall Street anschauen, die letzten 6 Monate, ich weiß, du tradest ja hauptsächlich Rohstoffe, Devisen etc. und Futures. Dich würde es wahrscheinlich nicht wirklich so treffen, ne, was da passiert ist jetzt in den letzten 6 Monaten, denn eigentlich hatten wir ja rein aktientechnisch lediglich, glaube ich, 3 Up-Weeks, ja, wo man also wirklich kontinuierlich vielleicht mal ein bisschen Swing traden konnte, aber der Rest war eigentlich kontinuierlicher Bärenmarkt. Was machst du in der aktuellen Situation so? Was sind so deine Lieblingsmärkte, die du tradest? Und dann schauen wir vielleicht dann später in der zweiten Runde ein bisschen auf deine Strategien. Ja, erstmal hallo in die Runde, hallo zusammen. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Die Pause war dann doch lang und habe euch schon alle vermisst. Deswegen umso schöner, dass wir heute wieder am Start sind und durchstarten. Was trade ich? Wie eigentlich in der vorherigen Episode, die wir da gehabt haben im Februar, auch schon erwähnt. Rohstoffmärkte sind sehr gut gelaufen die letzten Monate, kriegen jetzt natürlich auch mit den Zinserhöhungen eins auf den Deckel. Klar, und an den Devisenmärkten gibt es mit dem starken Dollar eigentlich ja ganz schön oder gibt es richtig schöne und häufige Trading-Chancen. Ja. Also, das sind die zwei Märkte, die ich hauptsächlich getradet habe die letzten Wochen und Monate. Wir haben ja eigentlich immer diese sehr, sehr schöne Korrelation, ne, dass der US-Dollar zum Euro immer wieder gerade in Krisenzeiten, wenn die Aktienmärkte fallen, sehr, sehr schön steigt, ne? Und wir haben ja insgesamt ja auch einen sehr, sehr schönen mittelfristigen und langfristigen Aufwärtstrend im Dollar, sprich mittel- und längerfristigen Abwärtstrend im Euro. Gibt es da so gewisse Zielmarken im Tageschart oder im Weekly-Chart, auf die du schaust, wo du dann short gehst, Euro-Dollar oder welche Währungen tradest Ja, du da? ist die perfekte Überleitung der Euro-Dollar, wenn du gerade ansprichst. Ich habe einen Chart mit dabei. Vielleicht schauen wir uns den ganz kurz an. Hier im Euro-Dollar, das ist hier der Tageschart. Wir sehen hier den Euro-Future, genauer gesagt, von 2021 bis aktuell. Und ja, wie man nicht schwer erkennen kann, ist der Abwärtstrend da sehr, sehr deutlich zu sehen. Und das ist so das erste Thema halt, dass wir, also ich nehme jetzt mal so ein bisschen, hole ein bisschen aus in Bezug nehmend auf die Trading-Strategie und das Thema, um was es ja heute geht, dass wir halt klar Trend identifizieren und auch die Struktur entsprechend identifizieren im Chart, aber auch übergeordnet mit dem Thema Zinsen, mit dem Thema Fed, natürlich mit der Zinsdifferenz vom US-Dollar zu den anderen Währungen. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Das setzt so den Rahmen, sage ich jetzt mal. Und dann gucke ich mir halt im Chart an, technisch, wo es hinsichtlich eines stärkeren Dollars, also eines fallenden Euro-US-Dollar-Kurses, wo es da tolle Trading-Gelegenheiten gibt. Aber ich bin halt voreingestellt und suche mir halt letzten Endes jetzt in dem Fall die Short-Trading-Setups raus und versuche jetzt nicht gegen den Trend großartig long zu gehen. Genau. Und ja, da ist der erste Schritt eben, dass wir die Trends identifizieren oder den Trend identifizieren in unterschiedlichen Trendebenen. Und dann, ich habe jetzt hier mal den Chartausschnitt, stelle ich jetzt mal ein. Mitte Mai bis Juni sehen wir jetzt hier. Da sind wir jetzt am 13. Mai, da hatten wir eben die Korrekturbewegung hoch in den Bereich von 1,750. Und da mache ich mich dann halt, ja, oder lege ich mich auf die Lauer und schaue halt konkret an, was es da für Short-Einstiegsmöglichkeiten gibt, gerade in dieser laufenden
Korrektur des übergeordneten Abwärtstrends. Und dann sehen wir halt hier so eine Seitwärtsphase, so eine Seitwärtskonsolidierung, wo dann der Markt letztendlich entscheidet, nach etwas Luft holen, ob es nochmal weiter nach oben geht oder ob er wieder die Trendrichtung, die übergeordnete Trendrichtung aufnimmt. Und dann bin ich halt jemand, der gerne klare Regeln hat. Und ich bin ein sehr visueller Händler. Das heißt, ich verlasse mich da, was die Einstiegssignale und die Trade-Setups angeht, auf die sogenannten harmonischen Muster. Und dann sehen wir halt, dass es da jetzt in den letzten Wochen, gerade im Euro-Future, einige schöne Trade-Setups gab. Und das ist so was ich da, wo ich da hauptsächlich dann unterwegs bin. Wir sehen jetzt hier einen Stundenchart. Das heißt, mit den harmonischen Mustern habe ich dann konkrete oder klar definierte Einstiege, klar definierte Ausstiege. Ich blende es jetzt hier nochmal ein. Beispielsweise hier. Klarer Einstieg. Also ich kann das vorneweg planen, wo ich reingehe, legt da meine Limit-Orders im Markt. Habe meine klare Stop-Loss-Order definiert und habe dann auch parallel dazu meine Profit-Target-Orders im Markt liegen. Gibt es ein, mache die Schublade zu und muss das Ganze nicht weiter verfolgen. Und das ist im Endeffekt halt für die ganzen Setups hier zu sehen. Wir haben dann Setups im Bereich von Chance-Risiko von 1,8, wie jetzt hier oder dann später bei diesem Muster hier. Haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,8. Und das sind halt dann, gut, dass es jetzt am Stück so aufgeht, wie jetzt hier gezeigt. Das ist halt eine gute Phase. Es gibt dann auch andere Phasen. Aber ich glaube, man erkennt einfach mit diesen Chance-Risiko-Verhältnissen, wenn man dann nur eine Trefferquote von 56%, was ich historisch habe, agiert, dann verdient man halt über die Vielzahl von Trades einfach gutes Geld, auch in solchen, volatilen Phasen, die wir aktuell sehen. Man sieht auch in den Charts, man, wie gesagt, diese harmonische Muster etc., ich persönlich habe das noch nie gehört, aber man sieht zum sehr schön in den Charts hier, dass immer wieder dann, wenn so ein heftiger Abverkauf kommt, das, was du tradest, eigentlich nichts anderes ist, als wie, dass die Kurse nochmal quasi versuchen, zum alten Hoch zurückzulaufen und dann quasi dort einfach den nächsten Umkehrpunkt wieder machen, ne? Genau, also ich habe halt diese voreingestellte Richtung, Trendrichtung, wo ich versuche eben reinzukommen, aber ich bin nicht der Breakout-Trader, der dann den Kursen versucht hinterherzulaufen, sondern ich warte auf die Bestätigung, beziehungsweise ich handle aus der Korrektur eben heraus. Also ich warte, bis die Kurse wieder zurückkommen, um dann mit einem günstigen Chance-Risiko-Verhältnis in den Markt reinzukommen. Kann natürlich passieren, dass ich hier und da ist der Ton weg, Andreas Fink? Ja, ich höre ihn nicht mehr. Ich bin da. Ja, ja. Andreas, du bist auf deinen Button Ton gekommen, glaube ich. Ich bin auf meinen Button Ton gekommen? Nicht du, Andreas, der andere Andreas. Ja, ach so. Mr. Fink war's. War ich redet es? Weiter. Ich hoffe, ich war es nicht, der den Ton ausgeschalten hat bei dir. Aber wir hören dich nicht, Andreas. Lautschalten, irgendwie bin ich jetzt ich weiß auch nicht wie. Interessanter Trading-Ansatz, also gibt ja sehr, sehr viele Strategien und wie gesagt, das Wichtigere bei der ganzen Geschichte ist, was vielleicht die Zuschauer ein bisschen mitnehmen können, eigentlich egal, was man tradet, wie man tradet, so wie es auch du machst, wichtig ist eigentlich der übergeordnete Trend, ne? Und das ist natürlich gerade auch im Aktientrading enorm wichtig. Wohin zeigt der Grundtrade, wohin habe ich eher die Tendenzen, dass die Märkte weiter fallen, weiter steigen. Euro, US-Dollar, klarer Trend in Richtung Süden, sprich Stärke ist dazu da, um geschortet zu werden. Und da scheinst du quasi für dich dann deine Strategien hier wirklich perfekt umgesetzt zu haben. Markus, bei dir bin ich sehr gespannt. Du bist ja auch so ein bisschen so wie ich ein Aktientrader. Machst du ja auch relativ viel auch im Aktienbereich. Wie geht es dir da in der aktuellen Phase? Machst du mehr, machst du weniger? Und was sind da jetzt momentan so deine erfolgreichsten Strategien, die du umsetzt?
Von meiner Seite eigentlich gar nicht so viel in Aktien, zugegebenermaßen. Aber im Index, also da sind ja Aktien mit drin. Von daher hat man ja gebündelt das Ganze quasi. Und da ich ja auch viel im Trading unterwegs bin, auch teilweise im kurzfristigen Trading, tut es mir da nicht weh. Die Depots, die ich da so habe, aber im kleineren Maße, die sind natürlich teilweise im roten Bereich, aber das ist untergeordnet bei mir, das spielt eigentlich keine große Rolle. Ich halte es da ähnlich wie Andreas, also ich schaue mir auch viel Währungen an, die Indizes an, ich screene natürlich das makroökonomische Bild und sehe auch, wie Andreas vielleicht später auch nochmal erwähnen wird, also Fink, muss man ja heute aufpassen, nicht Andreas Bernstein, sondern Andreas Fink, der ja gerade erwähnte, dass er natürlich auch schaut, wie ist dieses makroökonomische Umfeld bezüglich der Zinsen der verschiedenen Länder, die zu den Währungen gehören, US-Dollar, da natürlich die Fed bei uns hier im Euroraum, die EZB, dann Bank of Japan, Bank of England und so weiter. Die haben ja alle irgendwo ihre Geldpolitik, die sich da im Groben ähnelt. Aber Japan zum Beispiel nach wie vor der Meinung ist, sie müssen die Zinsen nicht anheben, aber andere Länder jetzt schon die Zinsen angehoben haben. Wir von der EZB jetzt quasi auch so langsam in diese Richtung gehen. Und das spielt natürlich eine große Rolle auch im Währungsbereich, wo man in solch Phasen aktuell natürlich dadurch sehr viel Volatilität erfährt. Also wenn man jetzt die Volatilitäten mal so ein bisschen vergleicht mit der Vergangenheit, also Volatilität ist ja so die Schwankung der Märkte, wie stark die schwanken, was wir als Trader ja benötigen. Wir brauchen irgendwie Bewegung. Wenn sich nichts bewegt, dann weder nach oben noch nach unten ist es langweilig und man kann kurzfristig häufig weniger rausholen, umso mehr Bewegung da ist, eigentlich umso interessanter, wenn es nicht zu viel Bewegung ist. Da gibt es dann auch wieder Situationen, die nicht ganz so interessant sind. Aber wir haben aktuell, weil es auch ein in Anführungsstrichen vorhersehbarer Abwärtstrend in den Indizes war und eben verhältnismäßig es gesittet Salami-Crash-mäßig nach unten geht, sehr interessante Volatilitäten, die entsprechend im Forex-Bereich, im Commodity-Bereich, aber eben auch im Index-Bereich natürlich zu interessanten Situationen führt. Je nach Währung natürlich auch auf der Long-Seite. Also man muss hier schauen, welche Währung handelt man. Im Euro-US-Dollar hatten wir jetzt die Abwärtsseite. Das heißt aber nicht, allerdings nicht, dass jetzt jedes Währungspaar unbedingt abwärts laufen muss. Man muss immer schauen, welche Konstellation hat man dort. Mal steht der US-Dollar vorne, mal steht da hinten, mal hat man vielleicht einen US-Dollar gar nicht mit drin, sondern handelt da irgendwie Euro, Schweizer Franken oder irgend sowas. Muss man natürlich entsprechend schauen, welche Währung dort im Endeffekt die abwertende ist und welche Währung gegebenenfalls da stärker erfährt. Naja, und da gibt es verschiedenste Ansätze, wo man da schaut, okay, was machen die Zentralbanken, wie läuft die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern oder eben jetzt als gestern als Beispiel Gold. Wir hatten diese Abwertung des Euro, des Euros beziehungsweise die Aufwertung des Dollars, was wiederum für mich gestern zum Beispiel bedeutete, dass der Goldpreis eigentlich die Tendenz abwärts bekommen sollte, dass sie so stark kommt wie gestern und der Euro gestern eben den Tag dort der Tage sah, wo wir dort in Tiefs reinliefen, die zuletzt 2002 angelaufen wurden. Das weißt du ja vorher auch nicht, aber die Tendenz war klar, trendmäßig, habe das gerade angesprochen. Und somit war gestern zum Beispiel eine wunderbare Idee, seit Wochen mal wieder, wo ich nichts machte im Gold, die für den Goldpreis relativ zügig sogar dann aufging, weil einfach der Dollar stärker erfuhr in den letzten Wochen, der Goldpreis ja da erstmal nicht so ganz mitmachte, aber jetzt dann eben sich da herauskristallisierte, dass der Dollar doch mehr und mehr nach oben läuft, der Dollarindex sehr, sehr stark war und dann gibt es zum Beispiel ein interessantes Setup im Gold oder im WTI, was eben die Öle natürlich auch durch die makroökonomische Lage und die generelle Lage aktuell Ukraine, Russland als Stichwort natürlich auch interessant ist, Energiekrise hier in Europa, ist natürlich der WTI, die Öle, Gas auch aktuell schön volatil und da kann man eben auch einiges machen. Also das sind so im Groben das, wo ich so viel drauf schaue, in Aktien aktuell eigentlich weniger. Das war dann doch wirklich zu der Zeit, wo dann die Märkte sauberer nach oben liefen, wo ich dann eben auch mal schaute, okay, gerade wenn da Earnings herauskamen, wurden die Earnings aufgenommen und um da dann eben darauf so ein bisschen zu reagieren, aber das mache ich aktuell gar nicht. Ja, da halte ich mich raus. Ja. Jetzt höre ich dich nicht, Achim. Muss mich selber ja auch wieder laut schalten. was mich nur selber interessiert, weil ich hab's selber gesehen, ich habe es bei Ratgeber Geld auch gepostet, schon vor 2, 3 Wochen. Habe gesagt, Leute, Öl-Short sieht Hammer aus, Weizen-Short sieht Hammer aus, Gas-Short sieht Hammer aus. Ich habe aber keinen von diesen Trades selber gemacht. Frage an dich, irgendwas in die Short-Richtung von diesen drei Rohstoffen gemacht? Würde mich nur persönlich interessieren. Also ich schaue mir weniger Weizen an und Gas nur als Preis handle ich nicht. Ich handle, wenn, dann im Prinzip die Öle, hauptsächlich WTI.
Ja, da short gewesen, mehrfach sogar. Allerdings auch, muss man sagen, ein paar Wochen zuvor, zweimal auf der Short-Seite hat es nicht funktioniert. Da verliert man dann ein R, aber dann hat man eben so Tage wie gestern oder eben auch zuvor waren mal interessante Situationen, wo man short gehen konnte. Aber zwischendurch eben auch Long-Setups gewesen. Also man muss da nicht, das ist ja das Schöne eines Traders, man kann eigentlich jeden Tag neu entscheiden, was möchte man machen, welche Faktoren sprechen eventuell für aufwärts, welche sprechen für abwärts. Dann muss natürlich entsprechend der Markt auch noch in einem Bereich sein, wo ich sage, okay, da kann der im Endeffekt auch dann charttechnisch natürlich Wendung erfahren. Ne? Also es spielt bei mir alles eine Rolle. Ne? A, die Story des Marktes plus die Charttechnik plus Risiko, Money Management und wenn das alles passt, dann gehe ich einen Trade ein und also ich habe eine schlechtere Trefferquote als der Andreas Fink. Also er hatte gerade was von 56% gesagt, ich bin weit unter 50. Also ich habe viele kleine Trades, die nicht funktionieren. Dafür ist mein Ziel weit teilweise, also wirklich teilweise weit mehr als zum Beispiel 1,8, 2,8, was er da sagte von den Chancen her. Ich versuche da wirklich größere Chancen mir zu erarbeiten, die mitunter dann eben auch mal schnell auch mal 20 R groß sein können oder so. Das passiert natürlich nicht bei jedem Trade, aber gestern war natürlich durch die scharfe Bewegung, allerdings eben mit Metallgewinnen zwischendurch und ich versuche dann die Trades laufen zu lassen, also versuche dann Teil der Bewegung wirklich im Großteil mitzunehmen. Da kommen natürlich dann größere Chancen zustande. Dadurch ist allerdings wirklich die Trefferquote geringer. Ne? Und dann eben, ja, Öl-Short war mehrfach dann in den letzten Wochen auch mal ein Thema, klar. Schön zu hören, ja. Übrigens generell auch ein sehr schönes Thema, ne, dass jetzt momentan die Rohstoffpreise wieder auf ein, ja, so wie es aussieht, Normallevel zurückkommen. Ne? Gaspreis hat sich extrem zerrissen, Weizenpreis Gott sei Dank auch extrem zerrissen und wir sehen schon langsam wieder ein bisschen eine Normalisierung der ganzen Geschichte. Ne? Das ist manchen vielleicht aktuell gar nicht so klar, ne, dass der Erdgaspreis eigentlich jetzt nicht auf Vorniveau zurückgefallen ist, sondern eigentlich wirklich schon wieder interessant zurückkam. Wir waren vorher so bei 4,50, meine ich. Ne? Ich schaue da immer nur so mit dem Augenwinkel drauf. Wir sind jetzt bei 5,60 oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich schaue jetzt nämlich auch gerade, dass ich da vielleicht mal meine Bildschirm genau, aber freigebe. Der Punkt ist halt an der Stelle, dass natürlich gerade was die Gasgeschichte betrifft, wenn dort Nord Stream 1 soll ja wartungsmäßig vom 11. bis 21. Juli abgeschaltet werden, also fließt kein Gas. Und die große Angst ist ja, dass es eventuell nicht wieder angestellt wird. Ne? Und das ist das, was, wenn es wirklich so kommt und wenn es dann nur zu Verzögerungen kommt, die vielleicht fraglich sind, ja, ich glaube nicht, dass sich Wladimir Putin so ins Bein schießt und komplett Gas in Richtung Westen abschaltet, aber wenn es so käme, wäre natürlich der Gaspreis ruckzuck, wirklich ruckzuck wieder relativ weit oben. Ne? Und das ist ja das, wovor alle Angst haben. Mhm. Aber gut, schauen wir mal. Volatilität. Doch ganz was Kurzes zum Thema Ölpreis. Ich finde es gut, dass ihr alle eher short eingestellt seid, weil ich bin seit gestern eben long. Noch ganz kurz zum Abschluss zu den harmonischen Mustern. Ich habe da auch noch mal ein Chart mitgebracht. Konkret die Trading-Idee, die auch aktuell ist, die natürlich jetzt etwas längerfristig angelegt ist. Aber ich bin gestern bei 99,50 rein. Stop-Loss unter der Sideways-Range, auch unter der 200-Tage-Linie. Und dann schauen wir mal, ob jetzt die Ängste, die Rezessionsängste, die ja gestern richtig durchgeschlagen haben, auch dem Ölpreis die nächsten Tage und Wochen was anhaben können oder auf Dauer weiter was anhaben können. Denn wenn man guckt, rechts unten sieht man die Terminkurve. Da ist einfach noch klar, dass die Nachfrage aktuell noch deutlich über dem Angebot ist. Und da bin ich im Gegensatz zu vielen anderen Commodities weiterhin bullish eingestellt. Zurück zu euch. Ja, ganz kurz vielleicht von meiner Seite. Ich hatte heute Morgen WTI auch im Fokus gehabt und das ist ja das Schöne. Also du bist ja wahrscheinlich vom Zeithorizont, sage ich mal, so ein paar Tage dann wahrscheinlich so unterwegs, bis hin zu vielleicht ein, zwei Wochen oder irgendwie sowas für so ein Setup. Ich hatte heute Morgen durchaus ebenfalls den Gedanken, nicht in Richtung 1,18 oder was du da gerade hattest, sondern so in Richtung 1,10, wenn sich der Ölpreis stabilisiert und für mich persönlich eben Signale gibt, okay, er will nach oben. Aktuell zeigt das nicht, der Euro geht auch weiter nach unten, aber ich wäre da nicht abgeneigt, auch den Ölpreis long zu gehen aktuell. Ne? Ich bin Trader, ich kann mich da jeden Tag neu resetten und wenn wir so eine Abgaben wie gestern hatten, mal wieder unter 100 und trotzdem Ukraine-Russland immer noch eine Thematik ist und alles, dann geht es natürlich für mich auch mal die Möglichkeit nach oben. Also ich bin jetzt da nicht der Verfechter, oh Gott, Öl muss fallen, weil wir sind über 100, um Gottes Willen. Also nee. Also muss nicht.
Das ist ja auch das Schöne, ne? Die verschiedenen Meinungen im Gesamtmarkt. Ne? Also ich aktuell sehe ja das erste tiefere Hoch und das erste klare tiefere Tief im Tageschart und dementsprechend, also ich bin weder bullisch, bärisch. Short-Chance habe ich mehr oder weniger eher gesehen durch das tiefere Hoch, was ein bisschen so ein Abflachen vom Momentum darstellt. Aber wie gesagt, ein Einstieg da, den habe ich vor 2-3 Tagen selber nicht gemacht, weil Einstieg im Bereich 109 mit einem Stop bei 115 war mir dann vom Risk her einfach mit 6% ein bisschen too high. Wenngleich es, wenn sich Rohstoffe auch bei mir hier und da mal anbieten mit engen Risiken, dann trade ich die auch selten, aber hier und da auch ganz mal gerne. Ja. Andreas, bist du noch da, Bernstein? Ja, die ganze Zeit. Ah, die ganze Zeit. Jetzt sehen wir dich ja auch wieder groß. Mich würde interessieren, du bist ja hauptsächlich der DAX-Händler, ne? Und etwas, was ich meinen Leuten jetzt vor allem in den letzten 1-2 Wochen mitgegeben habe, mal schauen, ob du das auch so gesehen hast. Ich habe mir gewünscht, dass der DAX in Richtung März-Tiefs läuft, ja, Bereich 12.400, 12.500. Und dort, das ist eine von den Strategien, die ich dann später noch vorstellen werde, einen kleinen Outside-Reversal macht, das mögliche Long-Signal. Das heißt wirklich steil runter in Richtung Support, den Support kurzfristig verletzen, dann wieder drüber gehen, um ein Long-Signal zu produzieren. Mal schauen, ob das für dich auch eine Strategie ist, I don't know. Aber vielleicht sagst du uns einfach mal, was du dort und deinem DAX machst. Jetzt wollte ich hier, weil ihr auf Wall Street stark ausgerichtet seid, mit dem Nasdaq beginnen. Jetzt legst du mir den DAX vor, mein lieber Achim. Aber ich kann beides verknüpfen, wenn das okay ist. Absolut. Ich wollte nämlich mit dem Nasdaq anfangen, aber genau mit dem Thema Reversal. Reversal ist so mein Thema, was ich hier immer mit vollziehe, was ich gerne vollziehe und was man auch sehr, sehr oft dann sieht im Chart. Da habe ich mal den Nasdaq mitgebracht. Der hat nämlich sehr, sehr hohes Reversal-Potenzial und er zeigt auch, dass man beim Nasdaq durchaus noch eine andere Strategie mit anfügen kann, und zwar Gap Close. Und gerade für Daytrader ist das extrem spannend, denn solche Gaps, solche Kurslücken, die entstehen fast täglich und sie werden auch fast täglich geschlossen. Also es gibt eine ganz, ganz gute Statistik aus den USA. Ich glaube, über 20 Jahre, die Nasdaq-Gaps werden in 87% der Fälle am selben Tag noch geschlossen und über 90% ist die Quote, wenn man die ersten 3 Tage sieht. Da bleibt natürlich auch noch Raum dafür, für Gaps, Kurslücken, die noch länger im Chart sind. Die fallen dann vielen ins Auge und sagen, das Gap ist nicht geschlossen. Ja klar, gibt auch welche, die nicht funktionieren, aber die Mehrzahl funktioniert tatsächlich, und wie man das Ganze handelt, das ist ein bisschen tricky, denn manchmal geht der Kurs vom Gap erst einmal noch weg, also übertreibt von der Kurslücke aus betrachtet in die Richtung, wo die Kurslücke geöffnet war, und kommt dann erst irgendwann im Laufe des Handelstages zurück. Ich habe mal 2 mitgebracht, man braucht nicht weit zurück zu scrollen, zwar am Ende letzten Monats, also 30. Juni, da sind wir nämlich mit einem Gap hier im Nasdaq gestartet. Ich kann das mal hier schön einskizzieren. Also so ging das Gap vom Handel los, vom Handelsstart, und dann ist erst einmal der Kurs weggelaufen, nach unten nochmal locker 200 Punkte nach unten gelaufen. Also wer da gleich ein Gap sieht und denkt 15:30, wow, Gap close, der Andreas hat es gesagt, nee, das ist keine Strategie, sondern erstmal beobachten, wie reagiert die erste Kerze, geht sie vom Gap weg, ist es oftmals so, da geht es noch ein bisschen länger weg. Aber dann kommt irgendwann die Phase, wo es keine neuen Verlaufstiefs mehr gibt und wo das letzte Verlaufshoch auch einkassiert wird vom Markt. Und dann geht es in die andere Richtung. Dann geht es meistens Richtung Gap ran. Dann sind wir hier am Gap. Da gibt es nochmal eine Reaktion. Mal kurz rein, getestet, probiert. Und wenn dann keine Gegenreaktion erfolgt, das Gap also sozusagen schon direkt vor Augen liegt, dann gibt es sehr, sehr viele Trader, die sagen, jetzt handle ich in Richtung Gap Close. Und durch die Masse an Tradern, die das machen, wenn viele durch eine Tür wollen, dann wird es einfach eng. Du kennst das vielleicht vom Sommerschlussverkauf bei Gucci oder so, mein lieber Achim. Ich weiß nicht, wo du sonst einkaufst. Und dann wird das Gap auch sehr verlässlich, schau mal hier, geschlossen. So, nach diesem Close geht es oftmals noch in die andere Richtung. Also das Gap wird nochmal durchwandert oder zumindest ansatzweise. Und dann entscheidet sich, ob der Markt es schafft, aus dem Gap-Bereich auf der anderen Seite rauszukommen. Wenn das nicht schafft, und das haben wir hier gesehen, dann am 30. Juni, am Donnerstag, dann kann es auch schnell nochmal wieder runtergehen und wieder in die andere Richtung nach unten ab.
faulen, wie ich so schön sage. Also das ist eine Strategie, die ich sehr gern nutze. Bleiben wir beim Gap und schauen uns den gestrigen Tag an. So hatten wir dasselbe Bild. Der Nasdaq öffnet mit einem Gap, geht erstmal vom Gap weg nach unten und findet aber sehr, sehr schnell wieder diese Gap-Kante, sticht rein, kommt kurz zurück, macht kein neues Tief und läuft dann durch das Gap durch und hat es hier schon fast geschlossen. Also ein bisschen Varianz von 5 oder 10 Punkten kann man ruhig zugeben, wenn es um Gaps geht, die 200 Punkte hoch sind. Was sind da schon 10 Punkte? Ja, also dass man das nur so grob im Auge hat, dann noch einmal durchgelaufen durchs Gap und dann hat er sich erst entschieden, oben rauszulaufen und du siehst dann im Nachhinein am Ende des Tages, oh, das war ein Reversal. Also wir haben quasi nach einem Zwischentief auch das erste Niveau der Handelseröffnung, also Handelsschlussvortag und dann das Gap-Niveau wieder erreicht und sind darüber hinausgelaufen, mehr als das Zweifache. Und das sind so Reversals, auf die habe ich es abgesehen und die handle ich dann auch. Jetzt kommen wir hier quasi zum Thema Handel. Ich habe auch 2 Screens mitgebracht. Das war dann auch von letzte Woche Donnerstag, als wir dieses Reversal gesehen haben. Da versuche ich nämlich an diesen Kanten, also wenn wir in Richtung einer Erholung kommen, mit einer kleinen Position in den Markt einzusteigen. Der Markus kennt das schon, weil wir zusammen in den Live-Trading-Room hier haben. Also sehr, sehr eng unsere Strategien auch abstimmen. Er hat eine andere als ich habe eine andere als er und dadurch ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und dann möchte ich dir gerne zeigen, wie ich das Ganze vollzogen habe. Mit einem Screenshot, das sah nämlich dann so aus. Also ich habe im Nasdaq die erste nach einer Stabilisierung, wenn die ersten 3, 4 grünen Kerzen reinkommen, nachdem es fast nur rote Kerzen gehagelt hat, nehme ich die erste Position long rein mit einem vertretbaren Stopp von 20, 30 Punkten. Und das ist ja nur ein Zehntel von der Strecke, die vorher zurückgelegt wurde. Läuft die Position an, gibt es ein neues Verlaufshoch, nehme ich noch eine Position hinzu. Also ich pyramidalisiere positiv und wenn die nächste Konsolidierung dann nicht mehr zu den Tiefs hinlangt, dann greife ich noch weiter zu, greife immer weiter zu, nehme alles, was ich kriegen kann und das vielleicht auch mal parallel, nicht nur im Nasdaq, sondern auch im Dow Jones. Habe dann die Zielmarke vor Auge, also dieses Gap-Close oder eine Trendlinie oder die vorbörslichen Hochs, was auch immer man da nimmt. Man muss ja auch einen Ausstieg definieren. Man kann natürlich die Stops nachziehen und sagen, sobald der Markt zurückfällt, komme ich raus wieder aus dem Markt. Aber dadurch, dass sowas ja sehr oft stark steigend anläuft und die Reaktion dann entsprechend auch größer ausfällt, ist es aus meiner Erfahrung her besser, an bestimmten Zielen zu verkaufen. Und ich habe auch die Orders hier mal mitgebracht, wenn du es ganz genau wissen willst, was da so zusammenkommt. Da kommt auch mit einem kleinen Konto durch die Mehrpositionsstrategien hier einiges zusammen und da ist man für die Woche eigentlich ja schon fast durch. Und jetzt kommen wir zum DAX. Du hattest erst DAX gefragt. Ich bin ein typischer DAX-Trader, weil der DAX den ganzen Vormittag pendelt und da habe ich mehr Zeit als am Nachmittag. Ich habe ja auch noch Familie und als Trader möchte man auch so ein bisschen für sich die Zeit einteilen, frei einteilen. Das ist am Nachmittag immer spannender. Also zum DAX. Heute, aktueller Tag, am Mittwoch, 6.7. Auch da haben wir mit einem Gap begonnen, sind aber direkt ins Gap reingelaufen, haben es verkleinert. Dann kam nochmal ein Pullback nach oben. Den Punkt habe ich genommen mit dem Hochpunkt vom gestrigen Tag, um eine Abwärtstrendlinie zu zeichnen. Und die kann man weiterzeichnen. Jetzt sind wir hier genau an so einer Abwärtstrendlinie dran. Das Gap wurde nochmal ein bisschen weiter ausgekostet. Aber sobald hier eine Gegenbewegung kommt, also aus dem Gap-Bereich raus, also nicht ersichtlich ist, dass das Gap komplett geschlossen wird. Das geht ja meistens schnell. Nehme ich die erste Long-Position rein in mein Trading und versuche dann, die auch auszubauen. Also so, wie ich es dir gezeigt habe, und das möchte ich dir jetzt auch im Live-Chart zeigen, denn der Trade läuft aktuell, ist vielleicht Zufall. Ich habe das nicht geplant für die Session hier. Ich nehme es mal mit rein, beziehungsweise ich ziehe den Bildschirm einfach mal hier rüber, dann siehst du das. Das ist also der Xetra-Markt. Hier bin ich mit der ersten Position rein, dann die zweite, die dritte pyramidisiert und das Gap wird eben ein Stück kleiner, ist kleiner geworden und bleibt stehen, so wollte ich sagen. Und das hier ist das Ziel. Wir haben nämlich die Tiefs aus dem letzten Monat bei 620, was vielleicht auch ein prägnantes Tief hätte werden können, noch vor Augen. Das ist meine Zielzone. Und im anderen Chart habe ich dir ja eben gezeigt, dass wir hier eine Abwärtstrendlinie haben über den gestrigen Hochbereich, über den heutigen Morgenhochbereich. Da sind wir genau dran. Und dann mache ich nämlich Folgendes, wenn ich eine Mehrpositionenstrategie fahre, ich schaue, 3 Positionen habe ich, sind um die 250 Euro, seit einer Stunde ungefähr. Im Trade, dann nehme ich die erste Position raus mit einem Klick, also sichere mir quasi 75 Euro, die kann mir keiner mehr wegnehmen.
Und für die restliche Position ziehe ich dann den Stopp in den Gewinn. Und dann kann man in Ruhe Kaffee trinken, schauen, was hier noch passiert und vielleicht auch nach rechts und links auf Währung, Forex, WTI und was es nicht noch alles gibt, schauen. Also so gehe ich im Trading vor. Und dann haben wir es auch gleich mal uns live angeschaut. Sehr nice, sehr nice. Danke dir. Bevor ich jetzt mal ein bisschen weitermache mit dem, was ich euch heute auch zeigen wollte, gibt die eine oder andere Frage jetzt aktuell auch heraus aus dem Chat. Norbert hat eine Frage, nachdem die jetzt gerade reingekommen ist, gehe ich mir davon aus, dass die für den Andreas B. gemeint ist. Lässt du dir die Aftermarket-Kurse anzeigen, beziehungsweise sind die wichtig für dich? Beim Thema Gap-Trading macht es keinen Sinn, Aftermarket, weil wir mittlerweile den Future fast rund um die Uhr handeln. Also wo soll da ein Gap herkommen? Das ist so ähnlich wie im Forex-Markt. Wann gibt es mal im Forex-Markt ein Gap? Nur am Wochenende, ansonsten nicht. Also das heißt, ich schaue mir die Zeit an, die sich die meisten Marktteilnehmer anschauen. Und das ist nach wie vor in Deutschland die Xetra-Handelszeit von 9 bis 17.30 plus Schlussauktion. Da muss man aufpassen, in vielen Chart-Software ist, wie zum Beispiel MetaTrader, ist 17.30 Uhr der Zeitstempel, ab da Ende der Chart, und die Schlussauktion hat man nicht dabei. Das sind manchmal noch 30 Punkte hoch, runter. Das muss man einfach beachten, dass man die mit ins Kalkül zieht. Ist aber in meiner Tagesvorbereitung dabei. Ich gebe gerne mal den Link rein, wo du solche Marken und meine komplette Vorbereitung jeden Morgen per E-Mail dir zuschicken lassen kannst. Kostet auch nichts. Also ich bin keiner, der was verkaufen muss. Ich bin Trader. Alles gut. Schicke ich gerne mal in den mit rein in den Chat. Und das ist dann meine Vorbereitung, dass ich mir den Schlusskurs vom Vortag nehme und 9 Uhr den ersten Kurs und dann das Gap einzeichne. Einfach jeden Tag, das ist eine manuelle Tätigkeit, das kann auch kein Roboter für mich übernehmen oder eine Sekretärin. Ich mache es wirklich selbst, weil dann sehe ich, wo das Gap ist, und dann sieht man auch gleich, kriegt ein Gespür dafür, wie der Markt mit den ersten Kursen ab 9 Uhr reagiert. Für das Timing nutze ich dann den Endloskontrakt. Das ist auch noch eine wichtige Information vielleicht, denn wenn so ein Trade wie jetzt ist jetzt, seit ich mit der ersten Position raus bin, nochmal 10 Punkte weiter angestiegen. Kann ja sein, dass so ein Trade über mehrere Zeitebenen auch mehrere Tage laufen kann, dass du aus dem Daytrading, aus dem klassischen, in Richtung Swing Trading kommst. Wir wünschen uns ja alle irgendwie einen Trend, der ewig läuft, der kaum einen Rücksetzer hat. Ja, das gibt es ganz, 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 ganz selten. Also da ist meistens der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber es gibt die Situation, und dem möchte ich mich nicht verwehren, indem ich zum Beispiel dann sage, eine letzte Position, die versuche ich mit einem Trailing Stop zu versehen oder mit einem Stopp. Und da ist es viel, viel geschickter, dass im Endloskontrakt zu machen, weil man nicht 17.30 Uhr dasteht und denkt, oh, was denn da passiert. Aktuelles Beispiel gestern, der Schlusskurs vom DAX war ja ein neues Tagestief oder nah am Tagestief, ein Monatstief, ein Jahrestief, ein eineinhalb Jahrestief, ja, bei 12.403 Punkten. So, wenn du dann den Short gehabt hättest und hättest den im Xetra-Markt quasi abgestoppt und wärst noch drin gewesen, über Nacht schön geschlummert, schön geschlafen, früh aufgestanden, Kaffee mit extra Sahne, weil du es dir ja leisten kannst, du bist ja Short gewesen, und guckst auf die ersten Kurse um 9 und denkst so, wow, 200 Punkte Aufschlag, da ist ja ein neues Gap, dann haut es dich richtig raus aus der Position. Du kannst den ja nicht mehr handeln, wenn du den CFD als Beispiel im, oder auch ein Zertifikat, was auf den Xetra DAX läuft, nur bis 17.45 eine Kursstellung hast. Da kommst du nicht mehr raus. Also im Endloskontrakt hast du immer die Chance, auch bei unvorhergesehenen Ereignissen, die abends stattfinden, heute Abend auch aktuelles Beispiel, das FOMC-Protokoll der US-Notenbank, 20 Uhr, da kann alles Mögliche passieren. Ja, da möchte ich nicht im Xetra-Markt gefangen sein, quasi in meiner Position, und nicht reagieren können. Deswegen Analyse, um die Frage auf den Punkt zu bringen, Analyse der Gaps im Xetra-Chart und das Handeln im Endloskontrakt. Also ich handle zwar selber die Futures so gut wie nicht, benutze aber sowohl die Futures als auch gerne die ETFs, zum Beispiel im US-Handel. Das, was du ja auch machst, was wir vorhin gesehen haben, Thema Nasdaq. Mhm. Also für mich ist, ich trade jetzt nicht in Richtung des Gap-Fills, ja, aber für mich ist der Gap-Fill während des Trading-Tages immer ein exzellentes Niveau, um Tagesgewinne mitzunehmen. Ja, also wenn man intraday ein paar schöne Longs drinnen hat und die laufen, ist eigentlich immer fast ein Punkt, wo man sagen kann, fast mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, jetzt kommt da mal kurzfristig ein Push in die Gegenrichtung. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Resistance. Und ein sehr, sehr guter Punkt, ein Point of Interest, wo ich einfach sage, dann nehme ich einmal Teilgewinne intraday mit. Und dann sieht man, wird das Hoch des Tages nochmal angesteuert, so wie gestern, und man bricht es. Okay, jetzt könnten wir einen Trendtag haben.
Das war ZB auch gestern der erste Punkt seit mittlerweile wieder 2 oder 3 Wochen, wo ich mehr als 60% meines Portfolios auf die Long-Seite gelassen habe über Nacht, weil wir ein sehr, sehr schönes Gap-Reversal gehabt haben. Das ist A, mal ein sehr positives Signal und B, wir haben gestern fast im absoluten High geschlossen. Also ich glaube zumindest, dass wir heute gute Chancen haben, zumindest diesen Push einmal in den zweiten Tag weiterzuführen und dann werden wir schauen, ob wir vielleicht einmal ein bisschen so etwas wie einen Trend reinkriegen. Ne? Aber wie gesagt, diese Gap-Fill ist für mich auch sehr, sehr entscheidend. Benutze aber gleichzeitig auch die Futures, Nasdaq und S&P. Warum, weshalb, weswegen? Weil ich dort einfach die Intraday Highs und Lows sehe. Und die sind auch ab und zu während dem normalen Handel zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr auch immer wieder sehr, sehr gute Support- und Resistance-Levels. Ja, also ich trade, wie gesagt, die Futures selber nicht, aber für mich sind die Futures gleich wichtig wie nur die ETFs. In den ETFs oder CFDs sieht man sehr schön die Gaps und in den Futures sieht man sehr, sehr schön die Wohler des Tages. Und wo wir also heute eigentlich schon am Tageshoch und am Tagestief waren, sind häufig auch sehr, sehr wichtige Pivotpunkte, die dann eben auch während dem Handel eine entscheidende Rolle spielen können. Andreas, an dich, Andreas Fink, gibt es noch eine Frage. Hast du auch diese Marken, diese Muster etc. nur für den Euro-US-Dollar oder benutzt du das auch, Christoph fragt, für den Euro-Schweizer-Franken? Genau, also diese Muster, die sind in allen Märkten zu finden, in allen Zeitebenen zu finden. Entsprechend gibt es sie natürlich auch für den Euro-Schweizer-Franken, gibt es auch für den Goldpreis, gibt es für den Ölpreis. Die sind universal, weil die letzten Endes auf den Emotionen der Marktteilnehmer basieren. Und von dem her gibt es sie auch in allen Märkten. Muss mich auch wieder lautschalten, wenn ich den Mund aufmache. Ja. Okay. Vielleicht ganz kurz zu dem, was ich hier zum Besten geben wollte. Schalt euch hier vielleicht einfach mal, welchen Bildschirm nehme ich? Nehmen wir mal diesen Bildschirm da. Ein Bildschirmchen frei, damit wir da ein bisschen reinschauen können. So. Sollten alle sehen, meinen Bildschirm, ne? Jo. Weil auch die Frage war, hi Männer, welche Software benutzt ihr? Ich glaube, Markus und Andreas, ihr arbeitet mit TradingView hauptsächlich auch oder nur zum Herzeigen? MetaTrader. TradingView habe ich auch und ich habe noch einen Link reingestellt, wer den StereoTrader nutzen mag. Mhm. Und ich schaue noch, mit LinearTrader arbeite ich. Also eigentlich ganz viel, ne? TWS, Achim, hast du ja eben auch einen Bezug zu. Dann LinearTrader, MetaTrader, TradingView, alles für verschiedene Zwecke. Also aber die Signale LinearTrader und also das, der Handel LinearTrader und MetaTrader, je nachdem, ob Future oder CFD oder Forex. Mhm. Okay, danke. Meine Software kennen ja die meisten Trader von Ratgeber gelten, Ride the Bull ohnehin, das ist TC 2000. Ich trade zwar nicht daraus, aber für mich, für meine Zwecke, das absolut beste Tool. Und eine Trading-Strategie, ich gehe es natürlich jetzt nur im Groben durch, weil um eine Trading-Strategie wirklich dann perfekt zu durchleuchten, bräuchten wir 1 oder 2 Stunden. Aber die Grundtendenz, die ich dabei habe, ist, dass ich sogenannte Outside Reversals trade. Ja. Das heißt, ich trade einfach gerne in Phasen wie diesen, weniger Breakouts und weniger Breakout-Pullbacks, wie ich es normalerweise mache, weil in Bärenmärkten gerade diese Trendfolgestrategien einfach gar nicht funktionieren, sondern auch ich trade da sehr, sehr gerne Gegentrendstrategien. Ja. TLT war zum Beispiel, das sind die 20-jährigen Staatsanleihen, das ist ein ETF auf die 20-jährigen Staatsanleihen in den USA, ein unglaublich schönes Beispiel. Also wir sehen auch, wie die Anleihenkurse hier enorm eingebrochen sind. Wir haben also seit Ende des vorigen Jahres einen Einbruch in den Anleihenkursen von fast 30% gehabt. Also sowas habe ich in der Art und Weise überhaupt noch nie gesehen, also in der Intensität und auch so schnell. Und das Einzige, was ich schaue, ist, dass ich also hier wirklich auf historische Tiefstände schaue. Ja? Und vor allem, wenn man sehr, sehr steil in Richtung einer sehr, sehr wichtigen Unterstützung läuft und da eben so einen kleinen Undercut bekommt, so einen kleinen Fehlausbruch, sieht man hier also wirklich sehr, sehr schön. Ja? Und dann auch noch der Fehlausbruch, wie wir es hier unten sehen, mit extrem viel Volumen, auch quasi volumstechnisch noch bestätigt wird. Dass ich sehe, hey, da gehen jetzt mittlerweile zwar natürlich auf der einen Seite sehr viele Leute raus, aber auch sehr, sehr viele Leute rein. Das heißt, wir sehen ein bisschen mehr Kaufdruck. Und das Einzige, worauf ich dann noch achte, ist, dass ich also hier wirklich einen Schlusskurs drüber bekomme. Man kann es auf Tagesbasis handeln. Also das war der erste Schlusskurs hier, das war genau der 16.06.
Beziehungsweise ich gehe ab und zu, zeige noch einen weiteren Trade dazu, Intraday sehr, sehr gerne rein, sobald ich sehe, hoppala, wir holen uns diese Unterstützung wieder zurück, wir schließen drüber in den Intraday-Zeiteinheiten und das ist dann mein Long-Signal, ja, mit einem Stop dann einfach unter dem Tief, das wir also jeweils hier kreiert haben und die Risiken sind meistens bei diesen Outside-Reversals sehr, sehr, sehr klein, ja. Und wir haben jetzt aktuell schon einmal hier bei diesem Trade ein CRV jetzt schon einmal verdient von 2:1. Immerhin 5% in Anleihen innerhalb von 2 Wochen, ganz okay. Haben jetzt einmal die ersten Teilgewinne mitgenommen, Stops auch ein bisschen auf Einstand nachgezogen und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich dieser Trade weiterentwickelt. Also das ist so ein Outside-Reversal-Beispiel. Und ein weiteres Beispiel haben wir gestern eröffnet, auch ein Outside-Reversal in AMD, wo ja sehr, sehr viele immer wieder lange gehadert haben, gesagt haben, wann kommen denn die Chip-Aktien? Und die Chip-Aktien sind ja momentan komplett out of play. Aber wir hatten in AMD in den letzten paar Wochen 2 wichtige Zonen. Die erste wichtige Zone war hier, das war so im Zeitrahmen Ende April, Anfang Mai. Da haben wir sie dieses sehr, sehr wichtige Tief von Mitte Juli des vorigen Jahres getestet. Da sehen wir auch einen ganz, ganz kurzen Undercut nach unten. Und dann sind die Kurse extrem schnell hochgelaufen. Das heißt, wenn man sich das jetzt im Tageschart anschaut, wir gehen jetzt nochmal zu diesem Undercut zurück, man sagt hier, man macht einen Entry knapp über 84 mit einem Stop hier im Bereich von, was waren das, ca. 82, hat man hier ca. 2% Risk. Und wenige Tage später, also 3-4 Tage später, hat man einen CFV locker von 3:1, also 19-20%, das AMD gemacht hat, in Folge sogar noch ein bisschen mehr. Und diesen Undercut, den haben wir gestern gemacht gegenüber den Tiefständen von 2020 und 2021. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Niveau. Und auch da sehen wir, und das ist für mich immer die Grundvoraussetzung, um diesen Trade einzugehen, sehr, sehr steile Bewegung. Ja, und das wisst ja ihr auch als Chartisten, je steiler man in Richtung Unterstützung oder Widerstand kommt, vor allem wenn es historisch eine wichtige Unterstützung oder Widerstand ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben da eine Gegenbewegung bekommen. Und gestern war mein Ziel, dass wir also hier einen kleinen Undercut bekommen. Und ich kann auch Intraday ganz genau zeigen, wo ich reingegangen bin. Also unsere Entries gestern in AMD waren hier gestern bei 72,70. Mit einem Stop bei 71,50, also wir hatten lediglich einen Risk von ein bisschen mehr als $1, sind aktuell schon mit $2 im Gewinn in AMD, aber ich habe noch nicht einmal Teilgewinne mitgenommen, obwohl ich jetzt schon bei 2:1 CRV bin. Ich gehe davon aus, dass wir hier durchaus in den nächsten 3-4 Tagen noch eine stärkere Bewegung bekommen können. Und das Schöne an der ganzen Strategie ist einfach, dass man wirklich sehr, sehr kleine Risiken fahren kann, aber trotzdem sehr, sehr hohe CRVs damit erreichen kann. Also Outside Reversals, gerade so Übertreibungen, sowohl in die positive Richtung, die man shorten kann, als auch in die negative Richtung. Ich liebe diese Strategien, gerade in Phasen wie diesen. Ja, also Übertreibungen sind im Moment dann Standard und darum eben auch, was wir zuvor ganz kurz besprochen haben, dieser mögliche Outside Reversal im DAX. Der DAX macht es ja auch ganz gerne, immer wieder diese Marken zu brechen, dann wieder in die andere Gegenrichtung zu gehen und dann hat man auch, was für mich persönlich im Trading einfach sehr, sehr wichtig ist, einen Gegenpunkt, wo man seinen Trade absichern kann. Ja, das heißt, wenn ich in die Gegenrichtung gehe, ja, Markt geht runter und beginnt dann wieder zu steigen und ich gehe long, dann habe ich immer den Stop unter dem letzten Pivot-Tief. Ja, das heißt, ich habe einen Point of Interest, wogegen ich quasi meine Position schützen kann. Also Outside Reversals, etwas, was wir sehr, sehr gerne machen auf Ratgebergeld. Ich trade es nicht wirklich sehr frequently, weil sich diese historischen Chancen nicht wirklich jeden Tag darbieten, so wie jetzt 20-jährigen Staatsanleihen, da haben wir jetzt ein Jahr drauf warten müssen, bis wir das Setup bekommen haben. Ist natürlich nicht etwas, worauf wir warten, sondern wir sehen es dann einfach. Es gibt ja so viele Märkte immer wieder. Und bei AMD war es gestern eigentlich auch mehr oder weniger eine Auflage und hier und da sieht man das dann eben bei den Aktien und kann das eben auch sehr, sehr schön für dich sich nutzen. Bisschen Zeit haben wir noch. Andreas, aktuellen Trade, wo du gerade drinnen bist, Euro, US-Dollar oder bist du jetzt gerade irgendwo involviert? Etwas, was du gestern oder heute aufgebaut hast, wo du uns vielleicht zeigen kannst, was gerade aktuell deine Zielmarken und Stopmarken sind? Wie vorhin erwähnt, eben im Öl, da bin ich bei 99,50 rein. Und ansonsten, ja, schaue ich mir heute im Endeffekt erstmal genauer noch die Zinsentwicklung an. Also die Zinsen sind ja gestern und auch die Tag davor gut zurückgekommen. Also ich meine jetzt die US-Zinsen. Und entsprechend sind die TLTs ja auch angesprungen, die 10-Year Notes sind nach oben. Und da wird es spannend bleiben, auch für Nasdaq letztendlich. Ich glaube, das ist auch gestern ein bisschen gespielt worden und auch vielleicht wird heute weiter gespielt, dass aufgrund von einer
deutlich härteren Rezession, dass die Notenbank gar nicht so aggressiv weiter ihre restriktive Politik verfolgen kann, sondern dass die da eher vom Tempo her vielleicht oder auch von der Aggressivität her zurücknimmt, was natürlich Tech-Werten und entsprechend den Zinsen dann, dass die auch dann entsprechend zurückkommen. Und da habe ich jetzt so für heute ganz aktuell bis auf den Ölpreis oder bis auf den Ölmarkt habe ich aktuell jetzt, bin ich an der Seitenlinie und schauen wir das Ganze mal an, wie sich das weiterentwickelt. Also die Betrachtungsweise gebe ich dir absolut recht. Ne? Man hat auch gestern gesehen, dass die Standardwerte S&P 500 Index bei ihr so auf plus minus null. Ne? Und gerade Wachstumskonzerne, die ja bekanntlich ja relativ viele Schulden haben, ja, und natürlich sehr zinssensitiv sind, Nasdaq gestern ist explodiert. Ja. Und auch ein sehr, sehr schöner ETF, den ich euch allen auch empfehlen kann, um einfach ein bisschen zu schauen, wie reagiert das Geld auf sehr, sehr spekulative Bereiche, ist dieser ARK-ETF. Also ARKK ist natürlich absolut gaga, was der da aktuell aufführt. Aber der hat gestern zum Beispiel einen Plus-Intraday gemacht von über 10%. Das geht gerade in die Richtung, wie du sagst, dass eben gestern der Markt eher mehr aufgrund der fallenden Zinsen gestern vor allem gestiegen ist oder der Erwartung von vielleicht jetzt wieder ein bisschen einer defensiveren und nicht ganz so aggressiven Zinspolitik. Und das kann man eben auch dort sehr, sehr schön mitverfolgen. Also ARKK, früher war es für mich immer so der Russell 2000, auf den ich ganz gerne geblickt habe, weil der ja hauptsächlich auch die spekulativen Werte drinnen hat. Aber dieser ARKK-Fonds, der zeigt schon immer wieder sehr, sehr schön an, wohin geht das spekulative Geld? Geht's raus? Geht's rein? Gestern ist es massiv reingegangen. Bin sehr gespannt, wie da die Entwicklungen weitergehen. Die möchte Markus, sich ja auch, um das Thema ARK mal kurz aufzugreifen, fokussieren, nachkaufen, also ein paar Werte rausnehmen, ein paar Werte nachkaufen. Da gab es auch eine schöne Liste. Ich habe die jetzt gerade hier nicht vorliegen, aber die war zum Beispiel auch im Handelsblatt gebildet. Und einige Aktien wie eine Etsy oder so, die haben ja gestern auch 10% zugelegt. Und wenn die noch gerade im Portfolio reflektiert sind, dann geht das auch hoch. Nichtsdestotrotz, auf Sicht von Anfang des Jahres ist das ARK-Ding, ich glaube, 60% oder so minus, oder? Also es ist schon, Ja, wir haben 53% minus und seit dem All-Time-High. Ja, jetzt noch, genau, gestern waren es über 60. Also, ja, und seit dem All-Time-High sind es 71%. Ne? Ja, und da weiß ich nicht, ob das noch, da lehne ich mich nur für mich aus dem Fenster, ob das noch was mit Investment zu tun hat. Also aus meiner Sicht nicht. Ich habe irgendwo einen Stopp und der ist nicht irgendwie bei minus 80 oder minus 90%. Aber bei ihr ist es nochmal ein anderer Fakt, aber das könnte auch jeder andere Fondsmanager sein. Die machen sich ja teilweise die Kurse selber kaputt, wenn sie mit großen Positionen dann in so einer Marktphase noch aussteigen. Davor haben sie einfach Angst. Und deswegen ist, denke ich mal, dieses, ich nenne es mal Durchhalteparolen, ein bisschen suffisant. Eigentlich gehört das dazu, weil sie gar nicht anders können. Die werden ja dazu gezwungen. Wenn sie jetzt sagen, nach minus 70%, ich steige aus, dann haben sie A, diese minus 70% für die Anleger erwirtschaftet, weil erst die realisierten Verluste sind die richtigen Verluste, sonst sind es ja nur Buchverluste, kann man ja sagen, sitze ich aus. Und B, würden sie ja zu dem aktuellen Marktkurs gar nicht rauskommen, weil sie ja den Kurs sich durch das vermehrte Verkaufsinteresse am Markt kaputt machen. Da wird es ja noch mal tief absagen, da sind sie vielleicht bei minus 50%. Und C ist die Reputation dann komplett im Eimer. Ich würde auch einmal sagen, dass ca. 50% all diese Werte, die dort drinnen sind, überhaupt nie mehr kommen werden, ne, und wahrscheinlich vom Markt verschwinden werden. Also, ja, ist halt, wenn sie auf Einstandskurs kommen, ist es ja nichts, wo man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, hey, ich habe minus 70% ausgesessen, ich bin dann rausgegangen mit $10 plus. Also was ist das denn? Da muss ich... Ich will ja nicht zu nahe treten, aber da muss ich nicht lachen, sondern schmunzeln mit einer Träne im Auge. Da kann ich, bevor ich dann nochmal rübergehe zu Markus und schauen, was der vielleicht für aktuelle Trades hat, auch so selber ein bisschen aus der Gemüsekiste plaudern. Ganz, ganz lustige Geschichte. Ich diskutiere ja in meiner Facebook-Gruppe immer wieder ganz gerne mit Leuten, die sehr, sehr gerne in Kryptos investieren. Ja, bin ich auch ein Fan davon. Gebe ab und zu sehr schöne Long-Signale, sehr schöne Short-Signale. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, Kryptos ist die Welt. Ich bin auch keiner, der sagt, Apple oder AMD ist die Welt. Mir ist ja alles komplett egal, was die draußen so machen. Ich trade die Trends und etwas, was rauf und runter geht. Da soll jeder seine Meinung dazu haben. Aber da hat es tatsächlich Leute gegeben, die, wo wir so die ersten Verkaufssignale bekommen haben, bei den Bitcoins um die 50.000 herum, die waren relativ klar zu sehen, die damals gesagt haben, hey, nö, ich gehe nicht raus aus den Bitcoins, weil ich müsste Steuern zahlen. Ne? Also ich arbeite ja auch und zahle auch Steuern dafür. Das wäre das Gleiche, wie wenn man sagt, okay, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil ich muss Steuern dafür zahlen.
Aber war eine recht lustige Geschichte. Dann bei 30.000 haben die noch immer gesagt, nö, ich verkaufe nicht, weil ich habe so viel Gewinn, ich möchte keine Steuern zahlen. Die Frage ist halt nur, ob es wirklich sinnvoll ist, gar nicht auszusteigen. Jetzt mittlerweile sind wir irgendwo bei 19.000, 20.000. Also da hätte ich mal lieber bei 50.000 Steuern gezahlt dafür, als bis 19.000, 20.000 drinnen zu bleiben. Also ab und zu so die Sichtweise von manchen Anlegern schon wirklich sehr, sehr, sehr nett. Ne? Und ja. Aber wie auch immer, sind so die Geschichten, die man immer wieder hört und soll ja auch verschiedene Meinungen geben. Dafür ist ja der Markt ja da. Passt ja auch. Markus, hast du aktuelle Trades, wo du aktuell so drinnen bist? Offen habe ich aktuell nichts. Wie gesagt, ich bin ja doch recht scharfer Daytrader und wir waren heute Morgen mal short im DAX da dann in der Nähe raus, wo Andreas wieder long gegangen ist. zumindest ein Teil davon, den Rest ist jetzt Break-Even rausgeflogen. Eine Short-Idee war heute Morgen mal aktiv. Jetzt warte ich eigentlich auf die US-Opening-Zeit. Jetzt ist Mittagsphase. Normalerweise um die Zeit mache ich mir einen entspannten und esse Mittag. Mache ich jetzt auch gleich. Und dann geht es halt mit der Nachmittagssession nochmal los, 15.30 Uhr. Andreas Fink hat schon gesagt, wir müssen mal gucken, Zinsen sind zurückgekommen. Das war auch einer der Gründe, warum ich gestern dort eher long tendieren eingestellt war für die US-Märkte. Das gilt für den heutigen Tag ähnlich noch. Wir hängen auf dem Niveau von gestern, wo wir da so geschlossen haben. Kannst mir gut vorstellen, dass eben auch heute, ich glaube, Andreas, Achim, du hast es auch gesagt, dass da vielleicht heute noch was nachkommt. Auf eine ähnliche Idee würde ich mich vorbereiten, würde mir dann schauen, so ab 15 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr, wie könnte denn Setup dafür aussehen für die Idee? Wie kann man das handeln? Was müsste der Markt mir dafür zeigen? Dann bekommen wir nochmal ISM Service PMIs heute um 16 Uhr. Mal gucken, ob die nochmal was rütteln am Markt und 20 Uhr FOMC Meeting Minutes. Mal sehen, was da dann drin steht. Könnte vielleicht nochmal was geben in den Währungen, wobei ich die meistens am nächsten Tag dann erst mitnehme und verarbeite am Markt. Also immer Step by Step weiter. Da gibt es aktuell so viele Events, was auch die Märkte komplett wieder von um 180 Grad drehen können. Umso mehr eigentlich wirklich im kurzfristigen Bereich unterwegs, maximal so 2-3 Tage Position halten und dann wieder raus und neu resetten und ja, so der aktuelle Gedanke. Muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist das, was aktuell funktioniert. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei der letzten Bärenmarkt-Rally versucht, in die guten Positionen hinein Swing-Trades zu pyramidisieren. Kannst du komplett knicken natürlich, wenn der Markt nur 3, 4, 5 Tage steigt und dann komplett wieder implodiert. Ja. Man muss sich halt jeden Tag derzeit, egal was man kauft, wie man es kauft, wo man es kauft, immer darauf vorbereiten, dass morgen der Markt schon wieder 3 bis 5% fallen kann. Also das muss man einfach drinnen haben. Und ich glaube, man braucht einfach immer wieder einen Plan B. Wie schnell komme ich aus meinen Aktien raus, wenn der Markt sofort wieder in die Gegenrichtung geht? Ne? Und sobald man diesen Plan B nicht hat, hat man im momentanen Markt einfach gar nichts verloren. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Risk Management Nummer 1. Was der Markt dann gewinnen bringt, natürlich, klar, Bärenmarkt-Rallys sind die schönsten, schärfsten, größten. Man sagt ja auch, in Bärenmärkten gibt es die schönsten Rallys. Aber die Frage ist halt immer wieder, wie lange dauern die? Ne? Und meistens, so wie jetzt im letzten halben Jahr, sehr, sehr kurz. Ne? Ja, also Hedging ist hier natürlich ein Thema für diejenigen vielleicht, die wirklich eher im Aktienbereich unterwegs sind und zum Beispiel aus steuerlichen Gründen oder was auch immer eben nicht raus wollen oder generell eben auch Sparpläne haben. Man kann sich natürlich mit Derivaten, teilweise eben auch Einzelaktien, kann man ja shorten. Ne? Also man kann dort natürlich in Richtung Short mal denken und sich da natürlich auch erstmal weiterbilden, bevor man es blind macht. Gehört natürlich einiges dazu, was man zu beachten hat, aber man kann natürlich Depots oder eben auch generell Trading-Strategien, wo man sagt, man will eben nicht jederzeit raus, durch Derivate, kann durch CFDs sein, durch Futures, es gibt ja auch Mini-Futures, ja, die man von der Größe her steuern kann, weil man den großen DAX nimmt oder so, der hat natürlich gleich richtig Bums, wenn man da einen Kontrakt nimmt und vielleicht noch nicht so ein großes Depot hat, ist der natürlich völlig übergewichtet sofort. Da muss man natürlich drauf schauen. Aber es gibt Mini-Daxe und auch Euro-Stocks oder irgend sowas im Future-Bereich oder im CFD sowieso, kann man das ja so steuern, dass man dann sagt, okay, wenn der Markt nach unten geht, dann baue ich da eben immer mal ein paar Short-Positionen auf. Die laufen gegenläufig zu meinem Depot, fängt so ein bisschen die Verluste ab und wenn man dann merkt, okay, dreht wieder, kann man die dann irgendwann dann wieder schließen und dann hat man zumindest ein bisschen was wettgemacht. Mhm, absolut, ja. Andreas, dein DAX-Long läuft noch?
Ja, ist noch drin. Also ich habe die eine Position ja verkauft, ziemlich genau an der Widerstandszone und an der Trendlinie, die ich gezeigt hatte. Und den Rest harre ich mal aus, ob da vielleicht noch was kommt. Über Mittag hat man ja manchmal in ruhigen Märkten auch diese Automatismen, diese Handelssysteme, die dann eingreifen und die, wenn sie einen Trend erkannt haben, auch auf Trendfortsetzung gehen. Und man muss halt da versuchen, gegenüber seinen Geistern oder Teufelchen, die man im Kopf halt hat. Ich muss mal die Ansicht anders machen. Man sieht, oder du hast die Ansicht verändert. Auf dich groß. Also auf du musst mich? Auch später an sich nochmal klicken, wenn du magst. Sonst sieht man die ganze Zeit. Also ja, gerne. Ja. Bist du schon groß? Ich bin schon groß. Ich erzähle die ganze Zeit. Kannst schon die Sonnenbrille aufsetzen. Okay, also bei mir nicht. Ich gehe nochmal auf Galerie, weil. Na, egal. Jedenfalls muss man da quasi dieses Teufelchen im Kopf, was immer flüstert, ja komm, geh raus oder du hast genug Gewinn oder diese Gier, die dich teilweise einstellt. Und es ist ja letzten Endes auch eine Art Gier, wenn man schon im Gewinn ist, dass man noch mehr haben möchte. Die muss natürlich auch mit dem richtigen Risikomanagement einhergehen. Und da muss man manchmal über sich drüber springen und seine Limits brechen sozusagen. Da habe ich eine schöne Erinnerung übrigens hier an der Hand. Da habe ich bestimmt die Aufmerksamkeit von dem Markus. Break your limits. Sieht man gar nicht. Das Ganze, ja. Hier, Markus Klebe. Ein Erinnerungsarmbändchen. Ja, seit Wolle Petri alles abgeschnitten hat, fange ich an mit sowas. Ja, Andreas. Brüder im Geiste. Sehr gut. Ja, sowas brauchen wir auch, oder Andi? Was sagst du? Gibt's. Keine Ahnung. Welche Farbe wollt ihr haben? Wir haben grün, weiß, schwarz oder blau. Schwarz oder blau. Ja, ich muss blau nehmen. Ne? Ratgebergeld ist blau. Schickt einfach in unserer Gruppe eure Adresse und ich schicke euch Armbänder rüber. Natürlich, ja, wir versorgen alle. Wir haben keine Lieferengpässe. Ja. Sehr nice, sehr nice. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal ganz kurz in die Schlussrunde reingeben. Jeder vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Minuten Statement, was er sich vom Markt erwartet oder sonst irgendetwas. Mein Statement aktuell, womit wir auf Ratgebergeld auch extrem gut fahren, zum einen einmal strategietechnisch, ja, ich habe jetzt ganz kurz den Outside Reversal vorgestellt. Die beste Strategie dennoch in diesem Jahr von uns heuer ist der 9-15er, also ein 9-15er Setup ist eine Intraday-Strategie und wir liegen jetzt in den letzten 6 Monaten, ausgewertet über TraderSync, bei einem, wie sagt man dazu, Kennzahl, CRV oder sonst nichts. Auf alle Fälle, wir liegen da bei 3,8:1. Das bedeutet, auf jeden Trade, den wir gemacht haben, wo wir $1 riskiert haben, haben wir 3,8 gemacht. Wie heißt die Kennziffer nochmal? Weiß es jemand von euch? Profitfaktor? Ja, genau, Profitfaktor. Ja. Liegt bei 3,8. Ja. Das heißt, das ist die Strategie, die momentan long short auf Aktienmärkte und Indizes extrem gut läuft. Und wir haben es teilweise an sehr schlechten Tagen so, dass ich 3 Trades mache. 2 davon sind schlecht und einer ist gut und wir sind trotzdem im Profitbereich. Also das ist schon sehr, sehr, sehr cool, dass man da teilweise selbst an schlechten Tagen, wo man dann nur eine Trefferquote hat von 33%, noch immer mit Profit rausgeht. Und wenn man mal einen guten Tag hat, räumt man richtig ab, so wie gestern. Also das sind schon wirklich sehr, sehr schöne Geschichten. Für all jene, die wissen wollen, wie das funktioniert etc., braucht ihr nur auf Ratgebergeld vorbeischauen. Wenn ihr einen Test-Account macht, könnt ihr im Bereich hilfreiche Tools die Tutorial-Videos dazu anschauen. Gibt eine eigene Trading-Schule auch dazu. Und da habe ich die Strategie auch ein bisschen näher beschrieben. Das Zweite, was ich euch ganz, ganz gerne auch noch mitgebe, ist, schaut auf relative Stärke. Ja, das ist momentan das A und O, gerade was das Investieren in Aktien angeht. Wir haben bereits vor 2-3 Wochen erkannt, relative Stärke China. Ja, dementsprechend haben wir jetzt gerade in den letzten 2 Wochen vor allem China-Aktien sehr, sehr stark fokussiert. Ich bin selber auch in Pingdaodao sehr erfolgreich drinnen. Li Auto war eine Aktie, die wir schon bei 30 angesehen haben. Die steht jetzt momentan bei 40. Baidu ist jetzt möglicherweise von einem Big Breakout nach oben. Also China Stocks schauen wirklich sehr, sehr lecker aus und haben relative Stärke gegenüber der Wall Street. Vor knapp einem Monat haben wir Solaraktien sehr erfolgreich gespielt, weil Solaraktien relative Stärke gezeigt haben. Momentan sind sie eher neutral. Und seit 1,5 Wochen spielen wir die Biotechs sehr, sehr stark. Ja, wir haben zum allerersten Mal Stabilisierung im Biotech-Index, im XBI als auch im IBB. Und wir traden seit 3-4 Tagen Biotechs und die Dinger gehen ab wie eine Maus auf E. Ich habe gestern alleine wieder 3 Biotechs dazugekauft und alle sind super schön explodiert. Moderna haben wir auch empfohlen, habe ich selber nicht kaufen dürfen, weil ich es in zahlreichen Börsenbriefen auch als möglichen Kauf empfohlen habe. Aber
Der Clou in der ganzen Geschichte ist, schaut auf relative Stärke und relative Schwäche. Das heißt, wenn ihr sagt, welche Aktien kann ich momentan kaufen, braucht ihr eigentlich nur auf die Indizes schauen. Welche Indizes halten sich wesentlich besser als der Markt, machen ein höheres Tief, währenddem die Indizes ein tieferes Tief machen. Gilt für alle Zeitebenen, egal wo ihr unterwegs seid. Und das funktioniert momentan im Aktienbereich wirklich Bombe. Ja. Schlusswort von dir, Andreas. Ja, ich fange mal an. wie wir es vorhin gesehen haben am Ölpreis, die Commodities, die stürzen ab. Gold, hast du erwähnt, Markus, hat gestern auch einen schlechten Tag hingelegt. Also die Vola ist hoch und meine Bitte an die da draußen, die am Markt oder die sich für den Markt interessieren, die auch am Markt aktiv sind, habt eine Strategie, habt einen Plan, bevor ihr irgendwas macht. Das ist echt das A und O, weil sonst geht ihr, wenn ihr vor allem im Futures-Markt unterwegs seid, bei WTI gestern, wenn ihr da keinen Stopp drin habt, das ist tödlich. Ja? Da braucht es natürlich dafür eine Ausbildung, also bildet euch weiter und weil ansonsten kann es für viele ganz, ganz böse enden. Ja? Das ist so mein Credo, also wirklich an den Märkten aktuell nur mit Plan, mit Strategie rangehen. Welche, das müsst ihr entscheiden, welche eben zu euch passt. Aber ohne das aus dem Bauch raus, dieses Beide-Dip, was jetzt die letzten Monate und Jahre funktioniert hat, das ist halt momentan, das funktioniert einfach nicht. Also dann fallen die auch alle auf die Nase, die keine Strategie haben, die einfach nur blind aus dem Bauch raus irgendwelche Aktien kaufen. Hat ja auch eine Zeit lang relativ gut funktioniert. Ne? Der Markt ist jetzt quasi 10 Jahre, immer wieder hatten wir Korrekturen, aber 10 Jahre lang on-suite eigentlich permanent nur gestiegen. Ne? Auch mit der einen oder anderen Korrektur. Aber bei der Dip, das hat gut funktioniert, aber mittlerweile ziemlich kaputt. Ne? Und dementsprechend ist auch der Zulauf wahrscheinlich auch bei euch, bei mir auch bei Ratgebergeld momentan sehr, sehr groß, weil die Leute einfach merken, hey, ich brauche mehr, als wir einfach nur aus dem Bauch heraus irgendetwas zu kaufen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Also die Leute merken, sie müssen sich weiterbilden, brauchen mehr Know-how, brauchen Strategien. Und dafür gibt es ja dann uns, die den Leuten dann in entsprechenden Segmenten dann sehr, sehr gut weiterhelfen. Markus, was erwartest du denn noch vom Markt? Beziehungsweise wie stellst du dich in den nächsten paar Wochen auf den Markt noch ein? Also grundsätzlich wünsche ich mir, dass es weiter volatil bleibt, aber da können wir uns eigentlich fast darauf verlassen für dieses Jahr, würde ich aus dem Bauch raus mal sagen. Ansonsten von mir, worauf stelle ich mich ein? Also ich meine, wie ich ja schon sagte, wir gucken jeden Tag, ich stelle mich darauf ein, dass im Endeffekt die Zinsthematik immer noch eine große bleiben wird für dieses Jahr. Da müssen wir immer wieder drauf schauen, dass diese ganze Thematik Rezession, ja, nein, wenn, was passiert und so weiter natürlich weiterhin sehr interessant wird und auch zur Bewegung führt. Wir müssen schauen, wie es in Europa weitergeht. Es gibt immer einen Morgen, das definitiv, aber es sieht schon aktuell so aus, da könnte schon auch noch mal auf der Unterseite was passieren. Das Schöne ist halt, ich brauche mir da keine Gedanken machen und muss jetzt nicht die große Glaskugel rausholen und wissen, was morgen und übermorgen und in 3 Wochen oder in 3 Monaten passiert. Wenn man sich immer wieder neu darauf einstellt und logisch versucht, die Börse zu verstehen, aus dem Bauch raus ist bei mir Gott sei Dank auch schon lange vorbei, dass man, ich versuche das zu verstehen, was dazu passiert und versuche darauf dann zu agieren. Und wie gesagt, das ist ein Mix makroökonomisch und charttechnisch, dass man dann eben schaut, okay, wo sind Zonen, wo es Sinn macht einzusteigen im kurzfristigen. Es geht vom Minutenchart auf 5 Minuten, vielleicht auch manchmal im Stundenchart, wo es wichtige Zonen gibt, wo man aktiv werden kann und dann idealerweise in die Richtung, wo ich mir das vorher dann logisch auch zurechtgelegt habe. Und ja, das, da brauche ich mich nicht drauf einstellen. Das ist in Aufwärtstrends so, in Abwärtstrends die letzten Jahre so und wird auch hoffentlich so weitergehen. Hast du absolut recht, ja. Ja, und dir, Andreas, ist ja eigentlich sowieso komplett egal, wo der Markt hingeht. Ne? Du tradest deine Gaps und den DAX mal rauf, mal runter, mal links, rechts. Bist da ziemlich relaxed, ne? Genau, also mit Trendlinien und makroökonomischen Betrachtungen kannst du im Swing Trading bei Aktien natürlich über Wochen und Monate mal Positionen erfahren. Aber das, was ich jeden Tag auch zeige bei Fit for Finanzen im Livestream, das ist reines Daytrading und da versuche ich mich komplett loszumachen von den ganzen Rahmenbedingungen. Wir diskutieren die natürlich, weil es auch unterhaltsam ist, weil man auch was sagen muss, selbstverständlich in so einem Format. Aber das hat jetzt nicht den großen Einfluss, weil ob jetzt die Nachrichten um 8 Uhr, um 9 Uhr oder um 10 Uhr irgendeinem Wirtschafts-
eine Zahl schlechter oder besser reinbringt, das siehst du ja auch im Chart. Und das Reagieren auf den Chart, da will ich jetzt nicht von Markus alles wiederholen, der spricht mir da aus dem Herzen raus. Das ist einfach nur Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und dann spannt sich ja auch der Kreis zu dem anderen Andreas. Hier am Ende sortierst du einfach die Pflaumen aus, die strategisch nicht funktioniert haben. Und die guten Strategien, die machst du halt immer wieder, wie so ein Hamster, immer wieder dasselbe im Laufrad. Da muss Trading nicht extrem spannend und herzerweichend sein. Nee, das ist einfach ein stupides Abarbeiten von Setups und das macht es am Ende erfolgreich. Ja, genau so ist es. Ist ja auch bei mir ab und zu so. Ne? Ab und zu hat man einen Tag, so wie gestern, wo man extrem aktiv ist, ne? Wo man sieht, oh, da geht was, bam, 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 bam. Ja. Dann hast du so Tage, da sitzt du wirklich so 1,5 Stunden vor dem PC und denkst, okay, jetzt gehe ich lieber Rasen mähen, weil es passiert einfach gar nichts. Ne? Also, dann machst du mal den ganzen Tag auch mal nichts, also völlig, völlig normal. Und zusammenfassend, was wir heute auch wieder gehört und gesehen haben, es ist für uns Trader absolut unwichtig, wo der Markt hingeht. Ja? Also keiner von uns gibt Prognosen ab, wo steht der Dow oder S&P oder Nasdaq oder DAX am Ende des Jahres. Das ist Rätselraten. Ja? Das hat mit gutem Trading nichts zu tun. Was wir aber schon wiederum auch in der aktuellen Phase, Krisenphase herausgehört haben, es ist wesentlich wichtiger, einen Plan A und einen Plan B zu haben. Plan A ist, was mache ich mit einem Trade, wenn er in meine Richtung läuft? Ja? Wie verhalte ich mich da? Wann nehme ich Gewinne mit? Wie trail ich meine Gewinne? Wie gehe ich mit dem um, wenn alles so funktioniert, wie es sein soll? Und ein Plan B, was mache ich, wenn der Markt genau das Gegenteil macht? Ne? Sprich, das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich erwartet habe. Wann springe ich ab? Wann realisiere ich einen kleinen Verlust? Ihr seht auch, es hat nichts mit Trefferquote zu tun, gutes Trading. Und summa summarum ist es, kleine Verluste realisieren und die Gewinne laufen lassen, ne? In welcher Form auch immer. That's the game. Ja. Und wie gesagt, wohin der Markt geht, ist uns eigentlich ziemlich schnuppe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Teilnehmen. Aufzeichnungen etc. gehen natürlich dann demnächst wieder auf YouTube, Podcasts und andere Kanäle wieder live, nicht live, also Aufzeichnung online. Und ja, ich bedanke mich an alle Co-Moderatoren auch heute wieder. Wir haben uns jetzt relativ lange Zeit gelassen mit einer neuen Ausgabe hier, aber es hat eigentlich in den letzten paar Monaten nicht wirklich viel Neues gegeben. Wenn es Input gibt seitens der Zuschauer etc., was würdet ihr gerne sehen im nächsten Podcast und vielleicht ein bisschen genauer auf dieses oder jenes Thema eingehen? Sehr, sehr gerne. Wir nehmen also gerne auch positive Kritik und Rezensionen auch sehr, sehr gerne auf. Und vielleicht gibt es einmal ein Thema, wo ihr sagt, schauen wir uns das mal an, dann werden wir das umsetzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Habt noch einen schönen Tag und tschüss, Papa. Danke. Ciao. Ciao.